Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und meinem zweiten Video heute. Ihr habt schon ein ganz, ganz kleines Update zu Sveas vierten Lebensmonat gesehen und jetzt geht es um den Beikoststart, denn damit haben wir begonnen. Ihr seht dann auch noch im Verlauf des Videos, wie es denn so war, wie Svea ihren ersten Brei so gefunden hat, wie das gelaufen ist. Und ich möchte euch erstmal die Bücher vorstellen, die ich zu diesem Thema alle zu Hause habe. Es sind 6 an der Zahl. Die ersten 3, das sind die Bücher, die ich auch schon bei Vince hatte, die ich auch ausgiebig getestet habe und sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Ich verlinke euch jedes Buch auch unten in der Infobox. Das hier ist wirklich mein heiliger Gral. Das ist die besten Breie für ihr Baby aus dem Trias Verlag. Das habe ich damals zur Geburt von Vince geschenkt bekommen. Und das ist wirklich so, ich habe mich da total 1:1 dran gehalten. Ihr habt halt hier vorne so einen Leitfaden quasi, wann man was gibt. Und ganz, ganz viele Rezepte da drin. Und es ist schön klein und handlich. Und ich habe wirklich... Bei Vince habe ich das 1:1 umgesetzt. Ich habe das geliebt. Man hat alles da drin, was man braucht, wenn man Breie kochen möchte. Also das kann ich echt richtig, richtig empfehlen. Dann hatte ich bei Vince auch noch diese beiden Bücher. Das hier ist Kochen für Babys. Das hatte ich halt dann noch mal einfach so ein bisschen zusätzlich für noch ein paar neue Ideen, was anderes zu kochen. Ist auch sehr, sehr gut aufbereitet. Tolle, leckere Sachen auch dabei. Also ich habe quasi mit diesen beiden Breie gekocht. Und für später dann, nach der Breizeit, hatte ich dieses Buch hier auch aus dem Trias Verlag. Ist auch richtig, richtig gut. Da habe ich auch schon einige Sachen nachgekocht. Die Videos dazu findet ihr auch auf meinem Kanal. Müsst ihr mal in der Suche eingeben. Das ist Kochen für Polly. Einfach und lecker Rezepte für Kleinkinder und ihre Eltern. Das ist richtig, richtig gut. Und da habe ich halt dann, als er quasi aus der Breizeit raus war, habe ich dann aus diesem Buch gekocht. Da gibt es so viel Abwechslung und so viel Verschiedenes. Ich habe hier diese herzhaften Muffins auch geliebt für ihn. Und er hat das alles total gern gegessen. Ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also das kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Jetzt bei Svea dachte ich, möchtest auch mal noch was Neues irgendwie haben. Da habe ich hier zum einen dieses Breikochbuch, das aus dem Kösel Verlag. Das ist auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich mich jetzt bei Svea mit einem Thema beschäftigt. Das war bei Vince jetzt auch noch gar nicht so prominent, sag ich mal. Und ich bin während der Beikostzeit von Vince auch gar nicht mit dem Thema in Berührung gekommen. Jetzt, da war ich noch nicht mal schwanger, da habe ich das ganz, ganz oft auch auf Instagram gesehen. Und ich dachte, schaust du es dir einfach mal an, ob es was für dich ist. Und zwar geht es um Brei frei. Und da haben wir hier zum einen dieses Buch hier von Loretta Stern und Eva Nagy. Einmal Brei frei, bitte. Aus dem Kösel Verlag ist das auch. Ich würde sagen, das ist so, das sollte man als erstes lesen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Das ist halt quasi, das sind quasi so die Grundlagen. Und dann ist das hier das entsprechende Kochbuch dazu. Das Breifrei-Kochbuch, auch von Loretta Stern. Und hier hat sie zusammengearbeitet mit Anja Konstanze Gatscher. Und wie gesagt, diese 3 Bücher aus dem Kösel Verlag, die habe ich halt neu. Und wenn euch die so ein bisschen näher interessieren, dann solltet ihr jetzt mal auf meinem Buchkanal vorbeischauen. Dort stelle ich die Bücher nämlich ein bisschen näher vor, erzähle halt noch ein bisschen mehr dazu. Und mein Buchkanal ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Kommen wir also jetzt dazu, wie das denn jetzt mit der Beikost bei Svea ist. Also bei Vince habe ich wirklich nur Brei gegeben und ich habe mich da wirklich so vom Plan her, was man wann gibt, an dieses Buch hier gehalten. Ich finde es persönlich immer gut, wenn man ein Buch so als Leitfaden hat, wo man sich 1:1 danach richten kann. Das ist mir einfach auch sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich da irgendwie auch sicherer. Ja, jetzt bin ich halt so, dass ich irgendwie auch mal was Neues ausprobieren möchte. Es kommt halt auch noch hinzu, dass ich von 2 Freundinnen jetzt mittlerweile schon gehört habe, dass ihre Babys damals, jetzt sind sie schon ein bisschen größer, keinen Brei essen wollten. Also ich habe auch mega viele Gläschen bei mir im Keller stehen. Ich bin überhaupt kein Fan von Gläschen. Vince hat einmal in der ganzen Zeit Gläschen bekommen und das war, wo wir 4 Tage im Kurzurlaub in Berlin waren. Sonst habe ich nie Gläschen gekauft und ich habe aber jetzt bestimmt 30 Gläschen im Keller stehen, weil alle Freundinnen mir ihre Gläschen gebracht haben, die sie noch hatten. Vor allen Dingen halt von den Kindern, die da nicht mochten. Und da dachte ich, ja, okay, befass dich doch mal damit, was man macht, wenn das Kind halt einfach kein Brei ist. Und deswegen bin ich dann zu diesem Brei-frei gekommen oder wie heißt es? Baby-led Weaning heißt es, glaube ich, dann im amerikanischen Original. Und wie gesagt, da habe ich mir halt diese 2 Bücher besorgt, weil ich musste mich da auch erstmal einlesen und mich erstmal auch darüber informieren. Und ich hatte die Bücher auch auf Instagram gepostet und haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie so eine Kombination aus beiden gemacht haben. Also Brei gegeben haben, aber auch dieses Fingerfood
gemacht haben und ich dachte, ja, okay, dann probierst du einfach beides irgendwie parallel. Ist ja sowieso jeder so, wie er es will. Jeder, auch das Kind ist ja, jedes Kind ist individuell, jedes Kind ist anders. Und deswegen dachte ich, probiere ich auch mal so eine Kombination aus beiden. Der Vorteil an diesem Brei-Frei-Essen ist einfach, dass man gemeinsam essen kann, weil beim Brei muss man das Kind halt extra füttern, sage ich mal. Es kann jetzt nicht am Tisch sitzen und ich kann nicht hier füttern und da selber essen, das ist blöd. Da hat man halt bei diesem Brei-Frei, dass man gemeinsam essen kann und unterwegs ist es natürlich wesentlich einfacher. Also es ist halt wirklich so angedacht, dass das Kind halt in Stücken, die es halt auch anfassen kann, sowas bekommt wie gedünstete Karotte oder Gurke oder auch mal eine Nudel oder eine Kartoffel. Also da wirklich, ich habe das hier hinten aufgeschrieben, was man da machen kann. Brokkoli, Butterbrote ohne Kruste, Gurke, Kartoffeln, Fusilli zum Beispiel, Karotte, aber auch Risotto-Reis oder Reismilchreis. Das ist dann Milchreis mit Wasser. Das geht wohl dann auch. Und da kann das Kind halt wirklich am Tisch mitsitzen. Jetzt am Anfang ins Zwergsalter halt auf dem Schoß. Das macht sich einfach am besten. Und da soll man aber das Kind machen lassen. Also entweder die greifen danach oder die greifen halt nicht danach. Und am Anfang ist ja auch so, die haben ja jetzt noch keine Zähne. Die stecken sich das im Mund und lutschen da so ein bisschen drauf rum und bekommen auch so ein bisschen was ab. Und das reicht da auch völlig. Die sollen einfach so die Konsistenz davon mitbekommen und einfach mitgestalten dürfen, mitwirken dürfen und einfach mit dabei sein. Und das ist das, was mir so gut gefällt, dass sie halt nicht nur dabei sitzt und uns alle zuguckt, sondern wirklich, dass sie wirklich direkt am Tisch auf meinem Schoß ist, mitmachen kann, wenn sie will oder halt nicht. Und bei mir gibt es aber den Brei trotzdem. Also ich mache halt da auch diese Kombination. Die Frage ist natürlich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ihr wisst ja, dass ich schon damit angefangen habe. Einige finden es zu zeitig, ich finde es genau richtig und ich bin auch froh, dass ich diesen Zeitpunkt jetzt gewählt habe. Ihr werdet im Laufe des Videos auch sehen, dass Svea auch der Meinung ist. Sie schaut halt sehr, sehr, sehr aufmerksam beim Essen zu. Sie sitzt einigermaßen aufrecht schon alleine. Sie hält ihr Köpfchen sehr, sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, sie ist von der Milch irgendwie unbefriedigt, dass ihr das nicht mehr so ausreicht. Und sie war immer extrem aufgeregt, wenn wir gegessen haben. Und sie war auch mega aufgeregt und glücklich. Man hat ihr das Glück für mich angesehen, als ich ihr das erste Mal diesen Brei gegeben habe. Es war wirklich so, so schön zu sehen. Aber nochmal zurück zu diesem Brei frei. Da geht es halt am Anfang nicht darum, halt satt zu werden, sondern das halt wirklich auszutesten, nachzuahmen, auch so ein bisschen zu spielen mit dem Essen, was ja auch völlig okay ist. Man soll das ganz langsam und gemütlich angehen und im Endeffekt gibt das Kind ja das Tempo vor. Und da es ja immer noch Milch kriegt oder in meinem Fall ja mittags trotzdem den Brei, finde ich das auch okay. Also ich mache das halt so, man fängt ja mit dem Mittagsbrei an, das habe ich auch so gemacht. Und zu allen anderen Mahlzeiten, wo sie quasi dabei ist, gibt es Fingerfood für sie. Und je nachdem, ob sie da Bock drauf hat, kann sie es anfassen oder nicht. Sie freut sich immer sehr drüber und wenn sie was gefunden hat, was sie gut essen kann, dann will sie auch mehr davon haben. Manchmal rührt sie es einfach nicht an, was auch okay ist, aber ich biete es ihr quasi bei jeder Mahlzeit, die sie dabei ist, an. Beim Frühstück ist sie meistens nicht dabei, weil sie da noch schläft. Beim Abendbrot manchmal auch nicht, weil sie da schon wieder schläft. Aber beim Mittagessen ist sie zum Beispiel fast immer dabei. Und wie gesagt, da essen meistens wir zuerst und da kann sie mit dabei sitzen und halt Fingerfood-mäßig was essen. Und dann gibt es ihren Brei quasi dann danach. So läuft es für mich jetzt auch sehr, sehr gut. Ich bin gespannt auf eure Erfahrung, wie ihr das so gemacht habt. Ich finde diese Kombination echt schön. Also ich mache halt was, dieses Brei, da kenne ich mich aus. Ich weiß, dass das funktioniert, dass das bei Vince wunderbar geklappt hat. Aber ich probiere halt auch mal was Neues aus und ich biete ihr auch Alternativen an. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und schön zu sehen, wie das so dann für sie ist. Sie lernt halt durch dieses Fingerfood unterschiedliche Konsistenzen kennen, weil beim Brei ist das alles eine homogene Masse und alles ist breiig. Und da erkennt sie dann auch irgendwann Lebensmittel, erinnert sich vielleicht an, dann auch dran, wie was geschmeckt hat, wie sich das angefühlt hat. Das ist beim Brei nicht so. Und das finde ich für ihre Entwicklung eigentlich auch ganz spannend und ganz schön und wichtig vielleicht sogar auch. Gelesen habe ich auf jeden Fall, dass wenn man Fingerfood gibt, man auch Wasser dazu geben soll. Was bei uns echt schwer ist. Also Vince war schon ein ganz, ganz schlechter Wassertrinker. Also als Baby echt gar nicht. Null. Mal so zwei Schlucken und dann war wieder gut. Und auch später dann habe ich meistens dann diesen Früchtetee, Kinderfrüchtetee hat er dann nur getrunken. Dann später hat er echt nur Wasser verdünnt mit Saft getrunken. Ich glaube, er war so 1,5 oder 2 Jahre alt, wo er dann von sich gesagt hat, er möchte Wasser trinken und seitdem trinkt er auch nur noch Wasser und nichts anderes. Aber am Anfang habe ich Wasser einfach nicht in den Reim bekommen und bei Svea geht es wieder so los, dass sie echt so 2, 3 Schlucken trinkt, dann merkt sie, es ist bloß Wasser und keine Milch und hört auf damit. Deswegen schreibt mir mal, soll ich dranbleiben?
Also soll ich ihr einfach permanent weiter immer wieder das Wasser anbieten und dann auch später, wenn sie älter ist, nichts anderes? Also nicht mit Tee anfangen, nicht mit verdünntem Saft anfangen, sondern nur Wasser, auch wenn sie davon nur sehr, sehr wenig trinkt? Oder was denkt ihr darüber? Das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall finde ich auch schön, dass sie jetzt bei diesem Fingerfood, dass sie da selber selbstständig danach greifen und auch kauen kann. Obwohl, ich bin der Meinung, es kommt der erste Zahn hier unten. Also wenn man da so drüber, also sie sabbert ja schon ewig total viel, mittlerweile richtig, richtig viel. Also ich brauche am Tag 2, 3 Halstücher, weil sie die so nass macht. Und ich glaube, hier unten kommt was. Also ich habe da mal so gefühlt, dann ist es schon so ein bisschen spitz. Ich habe jetzt schon die Beißringe und so hervorgeholt und ihr ein bisschen so gegeben. Meine Oma hat mir empfohlen, Zwieback zu geben, so zum drauf rumkatschen, weil das ja auch sehr, sehr hart ist und das dann auch beim Zahn halt irgendwie gut tun soll. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich wahrscheinlich irgendwann die nächsten Tage mal machen. Und ich bin jetzt gespannt, wie lange das dauert, ehe der Zahn durchkommt. Es würde jetzt auch so zu den Begleiterscheinungen passen. Also bei Vince ist das immer mit einem veränderten Stuhlgang einhergegangen. Und das ist bei ihr jetzt zum Beispiel auch so. Und sie schläft auch sehr unruhig, was halt auch so zu dem Zahn passen würde. Mal gucken, ob jetzt echt schon mit 4 Monaten der erste Zahn kommt. Finde es zwar nicht so zeitig. Auf jeden Fall weiter zu diesem Beikost. Da geht es natürlich auch um Ausstattung. Ne? Was braucht man dafür alles? Als erstes braucht man natürlich einen Hochstuhl. Ich liebe den von Hauk, den wir haben. Den kann ich euch noch mal unten in die Infobox setzen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, denn dass ich den total toll finde. Also da gibt es halt am Anfang so eine, wie eine Art Wiege. Na, Wiege ist auch nicht. Naja, so ein Aufsatz für ganz kleine Babys. Da kann man die liegen und dann kann man das so ein bisschen hochstellen, dass sie schon so leicht ins Sitzen kommen. Und dann kann man halt so einen richtigen Hochstuhlaufsatz drauf machen, auch mit Tisch und allem. Unten hat man einen riesengroßen Korb. Also ich liebe, liebe, liebe den. Den hat man, wie gesagt, bei Vince schon. Und jetzt auch wieder, den kann ich echt empfehlen. Der ist auch nicht so teuer. Dann wo habe ich in dem Buch, in diesem Brei-Frei-Buch gelesen, eine Matte unter den Stuhl zu legen, die man halt dann gut abwischen kann. Oder alte Zeitung, die man dann einfach nur zusammenknüllt, weil es wird echt viel, viel, viel gekleckert. Wir haben jetzt auch einen Fußboden, der mal schnell durchgewischt ist in der Küche natürlich. Aber so eine Matte darunter ist auch nicht schlecht. Und dann wischt man die einfach nur ab. Ich wollte jetzt mal bei Ikea gucken, ob ich da irgendwie was finde, was sich dafür eignen lässt. Ich habe das noch nicht da. Dann natürlich Lätzchen. Und da wollte ich auch noch mal was Neues nachkaufen. Ich habe bisher nur diese ganz normalen Stofflätzchen. Aber ich hätte gern welche, die man so abwischen kann. Diese, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, irgendwie, keine Ahnung. Also die man so abwischen kann, die so ein bisschen plastemäßig sind. Und ich hätte auch gerne was, wo die Arme auch mit geschützt sind. Sowas hatte ich bei Vince auch nicht. Weil ich weiß noch, bei Vince, ich habe gerade, wenn es so Karottenbrei gab oder so, habe ich mir auch viele Klamotten versaut, was ich dann nur schwer oder gar nicht rausbekommen habe. Deswegen will ich nochmal schauen, wenn wir das nächste Mal irgendwie in die Stadt kommen und Zeit haben, dass ich dann nochmal ein paar Lätzchen nachgreife. Dann wurde auch in einem Brei-Freibuch empfohlen, eine Tasse. Also das Wasser schon aus einer Tasse zu geben. Sowas habe ich in verschiedenen Varianten da. Ich habe Tasse mit Henkel und Becher und sowas da. Vince hat, oh, der war schon im Kindergarten und konnte noch nicht aus dem Becher trinken. Und jetzt soll ich bei einem 4 Monate alten Baby damit anfangen. Ich habe es mir noch nicht getraut. Im Moment kriegt sie das Wasser noch aus der Flasche, das, was sie halt trinkt. Weil beim Becher, es würde halt echt mega viel daneben gehen. Ich glaube, das mache ich erst, wenn ich so ein Lätzchen habe, was ich dann einfach nur abwischen kann, was halt auch nicht sofort pitschenass ist. Dann probiere ich das mal aus. Und dann vielleicht lasse ich auch die Kamera dabei laufen. Dann könnte das, ich mache auf jeden Fall nochmal so ein Beikost-Update. Da könnt ihr das dann auch sehen, wie das so lief. Auf jeden Fall wird auch in dem Buch geschrieben, dass man starke Nerven braucht und dass man gelassen sein soll, wenn man halt nur dieses Fingerfood macht. Und da wäre ich halt absolut nicht der Typ für. Ich habe null Geduld, ich bin überhaupt nicht gelassen und starke Nerven habe ich im Moment sowieso gleich gar nicht. Und deswegen brauche ich das einfach, die Sicherheit, sie isst ihren Brei und das läuft. Und mit dem Fingerfood gucken wir einfach, was sie da so macht. Aber nur dieses Fingerfood, das wäre irgendwie nicht so für mich. Da fühle ich mich nicht so wohl damit. Und ich finde, da sollte man auch jedem das Seine lassen und jedem seinen eigenen Weg finden lassen. Vielleicht steige ich auch irgendwann komplett auf dieses Fingerfood um, und lasse den Brei weg oder so. Ich weiß noch nicht. Deswegen mache ich auch nochmal ein Update, wie sich das einfach so entwickelt. Im Moment mache ich halt so eine Kombination aus beiden. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, diese Beikost nach Bedarf, was halt dieses Fingerfood ist, es hat halt auch extrem viele Vorteile. Und deswegen mache ich das auch so parallel ein bisschen, weil mir die Vorteile echt gut gefallen. Ich habe mir das nochmal notiert. Das Kind bestimmt halt selbst, was, wie viel und wie schnell es isst. Das finde ich halt schön. Es kann halt damit auch Hunger und die Sättigung früh begreifen, empfinden und steuern. Ich muss sagen, Svea kann das schon sehr, sehr gut. Also man merkt sehr, sehr gut, wenn sie beim Flasche trinken jetzt,
satt ist. Also, und da gebe ich auch nicht mehr. Wenn sie mir das Signal gibt, sie ist satt, dann gibt es auch nicht mehr. Ich biete dann manchmal nochmal an und dann merkt man aber relativ schnell, wenn sie nicht mehr möchte. Also hat sie offenbar schon so ein Gefühl für Sättigung. Bin ich auch sehr, 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 sehr froh drüber. Ich bin auch bei Vince sehr, sehr pingelig. Also der muss nie essen. Also es ist auch nie so, du musst aber wenigstens was essen, bevor du aufstehst. Nee, wenn der nicht will, dann will der nicht. Und dann lasse ich den auch. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die wirklich dieses Sättigungsgefühl nicht verlernen oder so. Also das, aber das kann sie schon sehr, sehr gut einschätzen. Bin ich auch sehr froh drüber. Wenn die dieses Beikost nach Bedarf, dann lernen die natürlich auch verschiedene Geschmäcker zu differenzieren, einfach weil es halt nicht alles so ein Brei ist, ist auch schön. Sie trainieren ihre Feinmotorik, was sehr, sehr wichtig ist, weil das hat sie ja nicht so wirklich und Vince hatte das damals auch nicht. Und ihre Mundmuskulatur, klar, weil es ja nicht nur Schlucken ist, so wie beim Brei, sondern auch halt am Gaumen zerquetschen und so. Sie essen gleichzeitig mit der Familie, das finde ich auch sehr schön und auch unterwegs. Auch so ist es uns halt wichtig, dass wer zumindest immer am Tisch mit dabei sitzt. Aber unterwegs ist es halt echt auch praktisch. Ne? Wenn man jetzt im Restaurant ist, muss man nicht das Essen von zu Hause mitnehmen und da noch drum bitten, dass das Gläschen oder was auch immer aufgewärmt wird. Sondern man kann halt einfach so bestellen, dass da halt eine Möhre dabei ist, die sie essen kann oder eine Nudel oder irgendwas. Das ist halt schon praktisch. Deswegen will ich das halt auch so ein bisschen ausprobieren, weil ich das ja echt gut finde. Man muss nicht extra kochen. Genau, man muss das Kochen nur so ein bisschen anpassen und man muss nicht extra füttern. Und damit geht natürlich auch, spart man natürlich auch einfach ein bisschen Zeit. Weil das jetzt, wir essen halt quasi mittags zusammen. Dann füttere ich sie noch und das dauert dann natürlich doppelt so lange. Aber das ist okay. Also Vince spielt dann meistens in der Zeit und das passt. Also habe ich auch kein Problem damit. Aber natürlich ist es zeitsparender, wenn sie mit am Tisch essen kann. Und sie kann selbstständig handeln und das stärkt das Selbstvertrauen. Was ich auch, ja, das stimmt. Ich bin auch, wenn ich ihr den Brei gebe, wirklich sehr, 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 sehr pingelig, dass ich darauf achte, wenn sie nicht mehr will, dann mache ich auch nicht weiter. Also am Anfang ist sie auch relativ gut und auch relativ schnell. Das seht ihr auch gleich noch. Und man merkt dann, ab einem gewissen Punkt, dann isst sie quasi nur noch die Hälfte und den Rest spuckt sie wieder aus. Und da gebe ich noch so 2-3 Löffel. Und wenn sie dann echt nicht mehr schluckt, sondern alles nur noch nach vorne wieder rausbringt, dann höre ich auch sofort auf. Und dann biete ich auch nicht nochmal in 15 Minuten was an oder so. Dann ist das für die Mahlzeit erledigt. Meistens, also jetzt die ersten Tage hat sie so 3/4 ungefähr der Menge gegessen, was ich absolut okay finde. Es werden aber auch Tage kommen, das kenne ich noch so von Vince, dann essen sie halt nur 2-3 Löffel und dann nichts mehr. Und das ist auch okay, weil das merke ich jetzt bei Vince, der ist jetzt 3 Jahre alt und der isst manchmal Mini-Portionchen tagelang zu jeder Mahlzeit. Und dann von einem Tag auf den anderen isst er wieder genauso viel wie ich beispielsweise. Also so wie er es halt einfach braucht, wenn er in einem Wachstumsschub ist, isst er vielleicht, keine Ahnung, besonders viel oder besonders wenig, weil es ihm nicht so gut geht oder weiß der Kuckuck. Ich lasse ihn einfach machen und genauso mache ich das einfach auch bei Svea. So wie sie halt will, so wie sie Bock hat, da wird auch nichts irgendwie in sie reingestopft oder so oder du musst doch was essen. Nee, ich tue das dann einfach, ich biete als Dessert quasi immer noch eine Milch an, da kann sie dann so viel trinken, wie sie möchte. Jetzt die letzten Male waren es immer noch mal 50 Milliliter und vielleicht wird es dann mal mehr, wenn sie dann vielleicht mal gerade einen Tag hat, wo sie keinen Bock auf Brei hat, weil es ihr nicht so gut geht, dass sie dann mehr von der Mittagsmilch trinkt und so. Also ja, so ist erstmal der Stand der Dinge. Ich werde auf jeden Fall in ein paar Wochen nochmal ein Update machen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das handhabt, was eure Erfahrungen sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! So, es ist Sonntagabend und ich mache jetzt den ersten Brei für Svea. Montag soll es losgehen und ich fange ganz klassisch mit Möhrenbrei an. Mein Plan ist ja, dass zu jeder Mahlzeit, die sie dabei isst, also die sie dabei sitzt, Frühstück meistens nicht, weil sie da noch schläft, bekommt sie was in die Hand und sie soll aber wirklich auch mittags anfangen, Brei zu bekommen. Und da fange ich wirklich ganz klassisch mit Möhrenbrei an. Damit habe ich bei Vince auch einfach angefangen. Und sie bekommt aber, also das bekommt sie quasi bevor Vince und ich essen wahrscheinlich. Und während wir essen, bekommt sie dann noch irgendwas in die Hand. Da muss ich dann immer so ein bisschen schauen. Da muss ich mich ja erstmal so ein bisschen reinfuchsen in dieses Fingerfood. Und für den Brei nehme ich halt dieses Buch hier. Die besten Brei für ihr Baby. Ich liebe das Buch. Und da fangen wir hier mit dem Möhrenbrei an. Da habe ich jetzt hier 1 Kilo Möhren und ich nehme Kokosöl. Rapsöl wird ja zum Beispiel auch, dass man das nehmen kann. Aber ich bin ja ein riesengroßer Fan von Kokosöl
Und deswegen werde ich das mal damit versuchen. Das ist auch, das soll man auch schon, also kann man sogar Babys auch schon in die Milchflasche geben. Das fördert die Entwicklung. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich gebe es jetzt mit in den Brei. Und ja, ihr kennt das ja, ne? Ich schäle jetzt die Möhren und schneide die dann in Scheiben. Dann werden die gedünstet. Und dann kommen die Möhren mit dem Kokosöl einfach in den Mixer. Das wird dann abgefüllt in Schälchen, die eingefroren werden. Und das ist auch schon die ganze Hexerei. So, ich koche gerade Mittagessen für mich und Vince und habe nebenbei auch das fürs Lea vorbereitet. Also während wir essen, werde ich sie auf den Schoß nehmen und mal sehen, ob sie ein bisschen was von der Gurke haben will. Ich habe hier sowohl Stücken, die komplett ohne Schale sind, als auch Stücken, die mit Schale sind. Mal gucken, einfach mal ausprobieren, was sie favorisiert, ob sie überhaupt dran lutscht. Dann ist da der Brei für nachher. Also den Brei bekommt sie, wenn Vince und ich gegessen haben. Da ist abgekochtes Wasser im Fläschchen, aber ich habe auch abgekochtes Wasser in der Tasse. Das will ich auch ausprobieren. So, ein kleines erstes Fazit. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich es wirklich richtig eingeschätzt habe, dass sie jetzt bereit ist für den Brei, denn sie hat fast alles aufgegessen. Also das ist alles, was übrig geblieben ist. Ihr habt ja gesehen, die war ja doch schon ein bisschen gefüllt, ne? Das ist echt alles, was übrig geblieben ist. Den Rest hat sie wirklich alles gegessen. Sie hat ab dem ersten Löffel hat sie verstanden, dass sie das schlucken muss. Sie hat es nicht wieder rausgebracht, nur dann zum Ende hin. Und daran habe ich dann halt erkannt, dass sie einfach nichts mehr mag. Und dann hat sie noch ungefähr 50 Milliliter Milch getrunken und alles super. Also ich bin richtig, richtig glücklich, dass es so gut geklappt hat beim ersten Mal. Also so viel zum Brei, das klappt wunderbar. Wasser getrunken hat sie nicht wirklich. Sie hat vielleicht so 2-3 Mal an der Flasche gezogen, aber das müssen wir noch ein bisschen üben. Und zu dem Fingerfood, also sie hat es nicht von sich aus irgendwie in den Mund genommen, aber sie hat es angefasst und hat quasi Konsistenz und so kennengelernt. Das reicht mir völlig. Sie war auch sehr, sehr interessiert daran, wie auch Vincent gegessen hat. Das habt ihr gesehen, sie hat die ganze Zeit rüber geguckt zu ihm. Und da bleiben wir jetzt einfach dran. Immer wenn es bei uns was zu essen gibt und sie dabei ist, stelle ich hier halt einfach was hin und mal sehen, wann sie das erste Mal dann auch wirklich was in den Mund nimmt. Aber mit dem Brei bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden, wie das geklappt hat. Übrigens wegen so dreckig machen und so. Also ich hatte mir eine Packung Feuchttücher daneben gelegt. Da habe ich immer mal so am Mund oder an den Fingern ein bisschen sauber gemacht. Und das Lätzchen, ja, das muss ich jetzt waschen. Das ist wirklich orange. Aber so an ihren Klamotten oder so ging. Ich musste jetzt nur den Body wechseln. Da war halt so ein, ich glaube, 2 Flecken oder so. Also es ging, hat sich wirklich echt in Grenzen gehalten. Aber ich möchte trotzdem gern noch diese Lätzchen, wo man auch die Arme so reinstecken kann. Muss ich mal gucken, wo ich die herbekomme jetzt.